Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen, ne? Zum heutigen Video. Nochmal. Also wir spielen jetzt Monster Hunter Stories weiter. Ich konnte meinen Spielstand von der Demo aus weitermachen. Kann hier mein Aussehen nochmal anpassen, wenn ich lustig bin. Und auch mal auch das der Katze. Ich kann mir ja die verschiedenen Techniken auch mal auch ansehen. Manche haben mich gefragt, warum ich den so genannt habe, den Dieb. Also den Kulajaku. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Und ich wurde auch gefragt, warum ich die nicht nach meinen Kollegen benenne. Das ist ein ganz einfaches Thema, also, beziehungsweise die Antwort ist ganz einfach, ich hätte nicht genügend Leute dafür. Selbst wenn ich Abonnenten und Kollegen zusammenzähle. Also ich werde speziellen Monstern auch nach meinen Kollegen benennen, aber das war's dann auch schon. Ich mache es nicht wie bei Sanctuary, dass ich meine Zuschauerschaft auch zu dem Monster mache. So, jetzt will ich aber weiterspielen. Jetzt, ich habe genug gequasselt. Jetzt geht's ums Eingemachte. Ach ja, und ich versuche natürlich nicht, dass meine Videos hierzu wieder so eine Stunde lang sind wie letztes Mal. Wenn ich merke, dass ich zu lange dran sitze, dann mache ich einfach einen Zwischencut. So, beim letzten Mal sollten wir zu Kana gehen. Ich glaube, für dieses Spiel habe ich mich immer auf die rechte Seite gepackt, ne? Also, ich denke mal, dass ich mich mehr auf die rechte Seite packen soll. Entscheidet ihr mal in den Kommentaren, ob ich mehr so auf der linken Seite oder der rechten Seite sitzen will. Und sagt jetzt nicht, macht den Scheiß komplett weg. Leute, das bin jetzt ich. Ich bin VTuber, fertig aus. Die Facecam, die bleibt da. Ja, danke für dein Kompliment, ne? Und ja, jetzt kann ich Questen annehmen. Dadurch kriege ich Belohnungen und Erfahrungspunkte. Also, wie bei jedem anderen Monster Hunter. So. Dann gucken wir doch mal direkt rein. Nebenquest. Leckere Donuts. Omniweizen und Hakalo-Honig soll ich sammeln. Die Steaks, die schaffe ich. Mahana gut. Ich soll generell sammeln, ein Ei ausbrüten und Sachen kombinieren. Und eine Prüfungsquest, das sind Herausforderungen, deren Belohnung davon abhängen, wie viele Runden oder wie viel Zeit du brauchst. Sowie die Arena-Questen. In einer Runde besiegen. Wollen wir es einfach mal versuchen? Also allein, wenn ich ja Silber schaffe, kriege ich ja Lebenspuder und das ist schon recht gut. Goldfragment ist wahrscheinlich einfach nur was, das ich gut verkaufen kann. Also komm, let's try. Gegen die da, gegen die Lauchosaurus. Nennen sie so, weil sie einfach nichts können. Zumindest sind normale Monster Hunter. Jetzt ist die Frage, was für ein Angriffstyp sind die? Ich gehe mal mit Kraft. Bräuchte ich nicht einen Kollegen mehr, um das in einer Runde zu schaffen? Kraft ist richtig. Zack. Autsch. Aua. Gehen wir mal beide auf den gleichen. Bringt mehr. Ja, er hat einen Todesschlag verwendet. Ein Larinov ist tot. Und zappelt am Boden. Also Silber schaffen wir auch nicht. Komm, Ladungstackling. Auf. Ich sehe nicht, auf welchen er geht. Am. Auf den anderen offenbar. Aua.
Der müsste jetzt eigentlich fast Grip sein. Oder auch nicht. Ja, ich habe selbst Bronze verkackt. Kennt ihr ja was? Kommt unerwartet. Dreht das Vieh jetzt mal hinten hier um? Danke. Danke fürs Rumzappeln. Jetzt kann ich ja nur treffen, ne? Right on! Bindung! Let's go! Sturztritte! Und das hat's auch hingerichtet. Ich glaube, dafür bräuchte ich richtig starke Viecher, damit ich das in einer Runde schaffe. Also mindestens Level 15, würde ich sagen. Oh, ich kriege auch hier Erfahrung. Warum konnte jetzt eigentlich mein Kollege nicht mitkämpfen, also mein anderes Viech? Glücksamulett. Okay. Noch keine Ahnung, wofür das Amulett da ist, aber... Ja. Ich soll ja generell Sachen kombinieren, ne? 15 Mal soll ich Sachen kombinieren, habe ich nicht. Stimmt ja, ich habe ja schon alles zusammengewurstelt. Kann ich mir nicht aussuchen, dass jetzt hier mehrere an einem Kampf teilnehmen? Connecticuts. Ah, damit komme ich an herunterladbare Inhalte. Müsste ich sogar haben. Sexy Klamotten gibt es hier. Eins? Auch meins. Okay, wo soll ich jetzt hin? Ich sehe auf der Karte, dass da hinten eine Quest ist. Nee, ich habe noch nicht von Dämmerungspilzen gehört. Aber ich nehme die Quest gerne an. Ich weiß nicht, wie viele Quests ich annehmen kann. Noch nicht. Das kommt noch. Ich soll nach Habras umbringen. Das tue ich immer gern. Aber das, was ich immer noch am allerliebsten umbringe, sind Conchus. Und die hasse ich. Mit jeder Faser meines Körpers. Was kann ich hier alles kaufen? Ahana-Tunker. Stell per CR50 TP wieder her. Blitzsteine machen ja, dass man mehr Crit-Rat hat. Damit kann man Save 15 machen. Kauf mal ein bisschen Gegengiftkraut. So, wo kann ich schmieden? Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen hier erkunden. Hier ist die Schmiede. Ja, dann, was kann ich mir denn bisher schon schmieden? Erstmal in die Waffen gucken. Ja, jetzt darf ich mir erstmal jede Klasse einmal angucken. Weil er mir zu jedem was erzählen will oder auch nicht. Okay. Ich will, glaube ich, erstmal den Kulu Hammer haben. Habe ich nicht genügend. Irgendwas vom Kulu fehlt mir dafür offenbar. Knochenspalter könnte ich aufbessern. Oder? So, ich muss einfach nur die Sachen da reinschmeißen. Oh, ich habe auch nicht genügend Geld, sehe ich gerade. Wie sieht's denn Rüstung aus? Hulu-Rüstung.
guck mir hier gerade erstmal an, wie gut ist. Vor allen Dingen, ich kenne die Fähigkeiten hier noch nicht. Ich würde gern Fähigkeit. Synchronisieren erhöht Doppelangriffsschaden etwas. Enzer erhöht bei der vollen TP die Geschwindigkeit, verstärkt auch Angriff und Verteidigung etwas. Das ist nur für den Start was Gutes. Aber ganz ehrlich, es hat die besten Verteidigungswerte und ich brauche gerade Verteidigung. So, du kriegst einen Kulu-Schnabel. Das ist ja schöner auch. Ich brauche hier nicht speziell irgendwelche Materialien. Es reicht, wenn ich einfach irgendwas in der Richtung habe. So, und auch mal bei Objekten kann ich mal reingucken. Wann brauche ich was vom Afotonov? Ah, das kann man opfern, dann kriegt man mehr Items. Nach der Best. Okay, jetzt habe ich 10 Minuten lang das Dorf erkundet. Jetzt habe ich genug eurer Zeit gestohlen. Dann lasst uns doch mal wieder auf die Insel gehen. Ich gehe nachmittags. So, jetzt reite ich auf dir. Oh, meine Katze sitzt auf meinem Rücken. Das ist süß. Süß. Süß, wollte ich sagen. So, Sachen mitnehmen. Was ist denn das für ein putziges kleines Ding? Kann ich dich mitnehmen? Hallo. Komm mit. Ich wollte es behalten. Kann ich einen Stein abbauen? Das ist eine Höhle. Bin ich jetzt in eine Höhle gekrabbelt? Ein Monsterbau. Ich weiß gar nicht, wie stark der Kulu eigentlich ist. Da geht's runter. Wir sollten uns vielleicht erstmal auf unsere Hauptquest konzentrieren. Ich soll zwar einen Monsterbau untersuchen, aber jetzt noch nicht. Ach, eine Info, die ich vergessen habe. Jetzt demnächst, abgesehen vom Demo-Dienstag, wo halt irgendeine Demo kommt, gibt's jetzt Samstag und Sonntag mit eingeschlossen erstmal nur Monster Hunter Stories, weil ist halt neues Spiel jetzt auf dem Kanal. Okay, jetzt kommt die Zeit zu glänzen. Hui! Alles mitnehmen, was man finden kann. Harz! So, sonst noch was für mich? Pilz, lecker! Königstrüffel. Und da ist Erz für mich. Eisenerz. Irgendwo höre ich die Hässlichkeit. Achso, ist hier Honig. Ich habe gerade an Bnahabras gedacht. So, Monsterbaugrundlagen. Manche Monsterbaus liegen offen auf dem Feld, während andere sich innerhalb von Höhlen befinden. Durch das Erkunden von Bauen kannst du mehr Monster-Eier erhalten. Die Lage der Eingänge zu Monsterbauen ändern sich jedes Mal, wenn du unterwegs bist. Einmal in einem blauen Mond kann ein seltener Monsterbau erscheinen. Untersuche diese Bau, um seltene Eier oder Ja, in seltenen Genen zu erhalten. Okay. Also die Videos hierzu werden schon mindestens 20 bis 25 Minuten lang, mindestens. Das ist immer noch ein RPG, Leute. Und somit sehr zeitintensiv. So, jetzt müssen wir erstmal die Monster erfinden. Eine Schnurrhaare krebeln. Irgendwas sagt mir, dass wir hier drin nicht allein sind, Kumpel. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja, gerne. Ich brauche immer gerne Tränke. Warte, ich dachte, ich kann der Klee auch aufheben. Oh, hier sind ja richtig viele Blaupilze.
Aber auch ein Giftpilz drunter. So, kombinieren. Hier kann ich herstellen. Immer gucken, ob ich auf dem Kula Jaku reiten kann. Ey, Moment, wo sind Monster? Light Monster. Jetzt habe ich ihn stattdessen dabei. Na komm, mein Dieb. Let's go. Diese coole Höhle. Nein, Hassviecher. Komm her. Dich will ich verkloppen. Also ich kann immer nur ein Monster in den Kampf mit reinnehmen. Und dann kann ich jetzt mittendrin wechseln. Ich kann es wechseln. Er geht mit einem Kraftangriff, dann gehe ich doch gleich mit ein. Bam! Let's go! Er geht mit Technik, deswegen kann er gar nicht angreifen. Ich hab's gereckt. Jetzt haben wir gar nicht gesehen, was das für ihn kann. Na egal. Kiefer ist tot, das ist alles, was zählt. So, du kannst nicht klettern, ne? Neue Monster. Ja. Der hier kann nicht eh voll klettern. Das kannst du knicken. Erkunden wir diese Höhle. Lass wir unser Schicksal erfüllen. Bin einfach nix. Außer Käfern. Kann der suchen? Also es gibt ein Monster offenbar, das suchen kann. Alter, jetzt komm her. Leute, Kämpfe, die jetzt gegen bekannte Viecher sind, die schneide ich auch raus, ne? Also, RPG halt. Außer ich habe sonst keine Kämpfe im Kampf. Im Video. Also ein paar Kämpfe lasse ich drin, aber auch nur damit, was im Video drin selbst ist. Der Kulu kann nicht springen. Gut zu wissen. Komm, jetzt spring darüber. So, wo konnte ich denn hier jetzt suchen? Mir wurde doch gesagt, Monster, das suchen kann. Also muss ich jedoch auch suchen können. Da wollte mir das nur unter die Nase reiben. Wieso bin ich eigentlich nicht schlau genug, diese Kiste da zu öffnen? Lebenspuder. So, hüpf. Drüben. Da ist ein Veluzzi. Den bekämpfen wir. Perfekt. Und so sammelt man haufenweise Material, Leute. So, dann suchen wir hier jetzt mal weiter. Ich habe einen Donnerkäfer. Ich kann mir gut vorstellen, wie Fallen in diesem Spiel funktionieren. Hätte gern ein Monster-Ei-Spiel. Da unten ist nichts. Den mache ich eben kurz platt. Viech ist tot. War sogar ein One-Hit. Also wenn man weiß, mit was für Attacken die angreifen, kann man sie One-Hitten.
was finden wir hier noch? Blaupilz. Nee, Giftpilz. Entschuldigung. Kann mich ja auch mal vertun. So, und da hinten finde ich wahrscheinlich ein Ei. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Kann ich die auch vom Vieh aus öffnen? Kann ich. Da sind alte Roffe, oder? Nee. Bisschen Frosch. Frosch, kann ich dich einsammeln? Was macht man mit dem Frosch? Darf man nur doof angucken. Oh, ein Veluzzi. Den schaffen wir. Velozidrom gegen Velozidrom. Das ist der erste Veluzzi, den wir bekämpfen. Also der erste Drom davon. Ja, so kann er überhaupt nicht angreifen. Wird auf Geschwindigkeit gehen. Ja, der geht auch mal nur auf Geschwindigkeit. Also bleib ich bei Technik. Ladungstechnik. Kann er noch gar nicht erst angreifen. Ist mir ein Wipe-On gelingt. So. Aufgeladener Hieb! Freeze! Ich glaube, der Kulu wäre auch besser. Oh, ein Kraftclash. Manchmal kann eine besondere Machtprobe zwischen Monstern stattfinden. Über die angezeigte Aktion aus, sowie das wiederholte Drücken eines Knopfes. Also Quicktime-Event. Weg mit dir! Right on! Hauen wir den weg! Muss auf Geschwindigkeit gleich offenbar gehen. Okay. Geschwindigkeit. Go. Tot ist es. Natürlich weiß es, was es bedeutet, ein Rider zu sein. Und die haben eine Technik erlernt. Hätte aber offenbar besser sein können. Habe ich ein Ei bekommen? Ein schweres Ei, das gut riecht. Monstereier können im Monsterbauen gefunden werden. Du kannst immer nur ein Ei gleichzeitig tragen, aber du kannst gegen ein anderes Ei austauschen, wenn du möchtest. Okay, es kann jederzeit ein neues Monster kommen. Ah, okay, und je nachdem, wie schwerer und es wohlriechender ist, desto besser ist das Ei. Ja, komm, dann sammle ich jetzt noch ein, was hier ist. Insektenhülse, Plagiziderz. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Also der Name kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Dabei habe ich eigentlich jedes Monster Hunter gespielt.
Ja, Leute, ich würde aber sagen, wir holen uns das Ei beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.